Hallo, heute werde ich über das Samsung GQ65QN900BTXZG Fernseher berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll. Bildschirmauflösung 7680x4320 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 Hertz. Quantum-Matrix-Technologie. Die Weiterentwicklung von Neo-QLED verwendet Quantum-Matrix-Technologie, die mit höchster Genauigkeit unsere Quantum-Mini-LEDs steuert. Dank präziser Lichtsteuerung kannst du kleinste Details gleichermaßen in den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen genießen. Neural-Quantum-Prozessor Lite 8K. Der Neural-Quantum-Prozessor 8K Lite sorgt für ein optimales Seherlebnis. Brillantes 8K AI Upscaling sorgt dafür, dass du alle Inhalte in bester 8K-Qualität erleben kannst. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jede Sehbedingung anpassen, um auf diese Weise deine Lieblingsinhalte zu optimieren. Eye Comfort Modus. Der einzigartige Augenkomfortmodus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden. Die Farbe des Fernsehers ist ein strahlendes Silber-Edelstahl. Er wiegt 30,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 143,31 cm in der Breite, 81,99 cm in der Höhe und 1,52 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x300 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 401 Kilowattstunden pro Jahr. Infinity Screen. Das elegante Design ermöglicht ein besonders eindrucksvolles TV-Erlebnis. Nahezu ohne sichtbare schwarze Kanten. Der dünne Rahmen lenkt nicht ab und, dank 99% Bildschirmfläche, kannst du dich voll und ganz auf die jeweiligen Inhalte konzentrieren und in sie eintauchen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich Anschlüsse. Dreimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, dreimal HDMI 2.0, einmal HDMI 2.1, einmal Satellite In F-Type Female, einmal Satellite In Sub F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna RF Female, einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Wireless TV On, WOW, Wired TV On, WOL, Wireless DeX, Smart Things. Lass deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-Kamera-IoT-Smart-Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern. Der Fernseher verfügt über 6 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 90 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang
und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos. Die neuen Samsung Top Channel Lautsprecher bringen das Dolby Atmos Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 6.5 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien: Medien, Spiele und Hintergründe optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Der Test für das Samsung GQ65 QN900 BTX-ZG Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.